Herzen wären besser. Na, wie sieht's aus? Herzen oder so vielleicht? Ja. Sehr gut. Na, noch ein Herz. Oh ja. Vielen Dank. Oh, ein silbernes Herz. Das hebe ich mir auch für später. 9 Münzen, da gehen wir mal in den Shop. Ja, blaues Herz oder Schlüssel? Blaues Herz oder Schlüssel? Das ist ja die Frage. Aber ich nehme mal das Herz. Ist mir gerade im Moment ein bisschen wichtiger. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Was wundert mich, warum mir der Itemraum nicht angezeigt wird? Hier muss doch ein Itemraum geben. Oder bin ich jetzt irgendwie gerade... Ich bin mir gerade jetzt voll unsicher. Kann das sein, dass es hier keinen gibt? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Da muss doch einen geben. Ich werde es rausfinden. Also, wo ist jetzt hier der Geheimraum? Der Geheim-Itemraum. Ist doch nicht möglich. Na, komm, okay. 6 Münzen. Ich kann jetzt eigentlich den Schlüssel gerade noch holen. Wenn ich den vergesse. Das machen wir gerade mal. Und dann gehe ich gleich nochmal da runter und dann gehe ich gleich nochmal da rechts lang, weil hier muss doch irgendwo ein Itemraum sein, oder? Bin ich jetzt irgendwie... Weil was übersehe ich denn gerade? Wieso sollte es denn hier keinen Itemraum geben? Hier muss es doch einen geben. Ich schau einfach mal. Ich sag mal, der Geheimraum ist hier oben. Könnte auch hier unten sein, aber ich glaube, er ist hier oben. Okay, war schon mal unten. Oder ganz woanders. Diese Gegner greifen viel zu selten an. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas führen die im Schilde. Ja, die greifen hier nur im Nahkampf an, oder was? Da, wenn man schön nah ist und kaum noch ausweichen kann. Mom's Pearl macht auch irgendwas. Ich weiß aber leider nicht was. Von daher ist Mom's Pearl jetzt nicht meine erste Wahl. Junior ist eh ein Opfer. Wie ist er eben durch diesen Stein durchgebackt? Okay, noch 2 Münzen, dann könnte ich mir sogar noch die Batterie holen, dass mein Space-Item schneller auflädt. Wow, da treffen mich einfach die Explosionsschüsse weniger als diese behinderten Roten. Balls of Steel, na also. Was wollte ich gerade machen? Ach genau, 2 Münzen wollte ich mir noch holen. Bloß ich habe gerade keine Bomben mehr dafür. Hier muss doch irgendwo der Itemraum sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mal hier schauen. Kein Itemraum, ohne Witz.
sehr komisch. Wenn ihr wisst, warum das so ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich verstehe es gerade nicht. Hat das irgendwie einen Grund? Jetzt sind die auch immer alle gleichzeitig gestorben. Ich habe so viele Pillen, die ich nicht kenne. Speed up, okay. Jetzt gehe ich mir kurz noch die Batterie holen, dann, weil wenn man Space-Item schneller auflädt. Ich glaube, wenn ich Leute töte, lädt es sich auf oder einfach mit der Zeit oder ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, mein Space-Item lädt sich auf und danach, das heißt, falls es denn irgendwann mal trifft, was es eigentlich immer tut, aber heute irgendwie nicht, dann kann ich es auch mal besser verwenden. Ja, Miniboss Fragezeichen. Wir probieren es mal. Ah ja, okay, da könnten wir vielleicht sogar was ganz Gutes von kriegen. So, der normale Bomberman ist nicht der Super Hyper Bomberman. Man kann, wenn man nämlich geschickt ist, eben seine eigenen Bomben nämlich auch wieder zurückschieben. Ja, so jetzt nicht. So jetzt auch nicht. Aber wenn man die oft genug mit den Tränen trifft, dann geht das. Genau, so zum Beispiel. Aber wenn er uns berührt, sind wir leider, kriegen wir auch, also sind wir nicht tot, aber kriegen wir auch Schaden. Okay, einfach nur drei Bomben. Aber okay, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wo habe ich jetzt getestet? Oben habe ich getestet, unten habe ich nicht getestet. Sehr gut. Kein Geld. Kaputt machen. Eine Pille. Balls of Steel. Nicht schlecht. Trotzdem, warum gibt es jetzt hier... Wieso gibt es jetzt hier keinen Itemraum? Das ist doch alles irgendwie mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Und jetzt bitte, 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 bitte kann unser Space-Angriff jetzt auch einmal funktionieren. Ey, das ist irgendwie verflixt und zugenäht, sagt man da, ja? Aber wirklich, jetzt mal ohne Witz, wieso trifft das nicht? Ich meine, wir schaffen es ja auch ohne einigermaßen, aber mit wäre das so viel schneller. Das muss man nicht verstehen, oder? Ah, jetzt seht ihr hier, jetzt habt ihr es vielleicht gehört, dieses Vroom. Da hat sich unser Space-Item einen Strich aufgeladen. Normalerweise nur am Ende von einem Raum, dieses Mal jetzt aber auch schon. Oh fuck, da bin ich voll in diese Scheiße reingelaufen. Naja, ich meine... Ah ja, schon wieder, seht ihr? Wenn wir genug Schaden gemacht haben oder sowas, glaube ich, lädt sich das dann auf. Oder irgendwann halt. In dem Bosskampf werde ich es kein zweites Mal einsetzen können, aber... Wow, wow, tot. Na also, HP ab. Und wir haben immer noch drei blaue Herzen, das ist doch schon mal okay. Brimstone ist so ein dicker Laser und der Katzenkopf ist irgendwie auch scheiße. Kein Bock gerade. Ne, wir machen eigentlich, wie viel Schaden machen wir? Drei Striche nur, okay. Aber dafür haben wir halt noch hier unseren... Kollegen, damit das zusammenschießt. The Depth 1. Ach ja, 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 ja. Jetzt gibt's wieder einen Geheimraum, ja. Also so ein Itemraum, ne? Nein, nicht die. Nein, nicht die. Nicht die. Nein, nicht die. Einfach nein, bitte nein. Einfach nein. Einfach bitte nein. Hey, die habe ich noch nicht getroffen. Nope, du hast nichts drauf. Glück gehabt. Das hätte auch schief gehen können. Ah ja, genau. Wieso müsst ihr nicht immer die Richtung wechseln, ja? Als ob dir das irgendwas an deinem Schicksal hier ändert, ja? Du stirbst doch so oder so, du Pisser. Ah, immer diese komischen Gehirnmenschen, die nicht sterben wollen.
Oh, Odd Mushroom, nochmal mehr Damage. Alter, ist unser Kopf jetzt groß. Alter, wie viel Schaden machen wir jetzt? Oh, voll. Wir machen vollen Schaden. Das ist übel. Das müssen wir gleich mal austesten. Okay, ja, das ist äußerst guter Schaden. Alter, jetzt mal ohne Witz, das zieht so krass HP. Naja, mir soll es recht sein. Weg da und... Okay, die Chance. Das Lustige ist ja, die Chance, dass wir jetzt eine schlechte Pille kriegen, steigt, weil wir schon ziemlich viele gute weg haben. Wie zum Beispiel Pretty Fly. Ach, ich bin mir nicht sicher. Wenn das jetzt eine HP-Down-Pille ist. Puberty. Okay. Nur visueller Effekt, ohne weiteren Sinn und Zweck. Wir gehen mal in den Kampfraum rein, voller HP, ne? Deswegen können wir jetzt hier rein. Die silberne Kiste ist uns viel zu gefährlich, da jetzt für zu kämpfen. Unter Depth 1 können wir eigentlich mal in den Shop gehen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Gutes. Sehr wahrscheinlich, dass hier der Geheimraum ist. Weil der von 4 anderen Räumen umringt wird. Ist das immer äußerst wahrscheinlich. Desto mehr Räume drumherum sind, desto wahrscheinlicher ist die... Ja, desto wahrscheinlicher ist es, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie auch ein Geheimraum spawnt. Also, ist halt, ne? So, guck mal. Was gibt's hier so? Fliegen. Nee, Fliegen brauche ich jetzt nicht so im Moment. Ach so, genau. Schieß mich einfach ab, du Penner. So, okay. Jetzt trifft es niemand mehr. Ja, da kommst du nicht mehr raus. Keiner von euch beiden kommt mehr lebendig raus. In der Ecke gefangen bist du jetzt. So, zack. Nein, nicht diese behinderten Springspastis. Ich hasse die. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich die hasse. Die sind so schwer zu timen. Ja, seht ihr? Dann trifft mich dieser andere Spastiker. Ey, das ist doch... Natürlich ein Bosskampf. Warum auch nicht? Ich liebe Bosskämpfe. Ich verschwende sehr gerne meine HP gegen solche Penner. Okay, kurzer Bosskampf und kein Schaden genommen. Aber was soll ich denn mit 30 Münzen? Ich wollte doch einfach nur einen Bosskampf.